Wie setzt man eigentlich Marken in Ländern wie Saudi-Arabien als Nichtgläubiger durch? Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei der Patentanwaltskanzlei Freischem und Partner in Köln und wir veröffentlichen jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und in diesem Video erkläre ich, wie man erfolgreich Schutzrechte in Ländern wie Saudi-Arabien durchsetzen kann. Es gibt Länder, in denen Marken einfach schwieriger durchzusetzen sind als in ihrem Heimatland. Ein solches Land ist zum Beispiel Saudi-Arabien. In Saudi-Arabien sind sie als Kläger nicht nur Ausländer, sondern ungläubige Ausländer. Das Rechtssystem könnte nicht unterschiedlicher zu unserem Rechtssystem in Deutschland sein und das Rechtssystem dort ist halt durch die Scharia geprägt. Dass es dennoch möglich ist, erfolgreich Schutzrechte in Ländern wie Saudi-Arabien erfolgreich durchzusetzen, zeigt das folgende Beispiel. Ich betreue das weltweite Markenportfolio eines großen Herstellers für Haushaltswaren, insbesondere Isolierkannen und Gartenartikel. Und in Saudi-Arabien hatte ein notorisch bekannter Wettbewerber, die Al-Saif Company in Riyadh, relativ dreist die Isolierkannen meiner Mandantin gefälscht. Und zwar in großem Stil. Ich habe bei den vorherrschenden hohen Temperaturen in Saudi-Arabien natürlich Verständnis für den hohen Bedarf an kühlenden Isolierkannen. Also bei uns werden die Isolierkannen ja dafür verwendet, dass die Getränke warm gehalten werden. Dort werden sie dafür verwendet, die Getränke kalt zu halten. Das Problem ist halt, dass die gefälschten Isolierkannen die Getränke auch gar nicht so gut kalt gehalten haben wie die Originalware. Unsere Mandantin hatte schließlich viel Geld und Know-how in die Entwicklung dieser Isolierkannen gesteckt und hatte keine Lust, dass ein Wettbewerber dieses Know-how abzieht oder sogar den Ruf unserer Mandantin schädigt. Wir haben lange überlegt, ob und wie wir diese Sache angehen. Schließlich braucht man in dem Land Verbündete. Und die haben wir erst einmal in Form einer Kanzlei gesucht. Und das war gar nicht so einfach. Auf einem großen Branchentreffen der internationalen Markenspezialisten, dem Interannual Meeting, International Trademark Association Annual Meeting in San Diego, das war schon einige Jahre her, habe ich Termine mit 5 Kanzleien aus Saudi-Arabien gemacht, die mir erfolgversprechend aussahen, unser Problem dort zu lösen. Allen diesen Kanzleien habe ich vor den Meetings den Fall genau geschildert und schon erste Unterlagen geschickt. Und habe halt Hoffnung gehabt, dass man in diesen Meetings, in den Treffen schon den konkreten Fall besprechen kann und vielleicht sogar schon erste konkrete Vorschläge bekommt von den Kanzleien, wie man diesen Fall angehen kann. Und da war das Feedback der Kanzleien sehr, sehr unterschiedlich. Gerade die sehr großen, riesigen Kanzleien, die in vielen Ländern im arabischen Raum oder im afrikanischen Raum auch vertreten, die viel Geld in Werbung stecken, haben sich sehr wenig Mühe gegeben, diesen Fall wirklich konkret zu erfassen. In manchen Fällen war es sogar so, dass diese Treffen dann mit Anwälten stattgefunden haben, die sich gar nicht mit dem Recht in Saudi-Arabien auskannten und irgendwie sich zum Beispiel mit dem Recht in Afghanistan auskannten, was mir gar nicht geholfen hat in dem konkreten Fall. Ich habe leider auch wenig gutes Feedback von großen internationalen Kanzleien bekommen. Da habe ich natürlich auch viele Bekannte, die ich über die Jahre so kennengelernt habe. Und die habe ich auch einfach mal gefragt, ja, wie nehmt ihr denn, wenn ihr Marken in Saudi-Arabien durchsetzt? Und da haben die mich völlig versteinert angeguckt und mich für verrückt erklärt, Schutzrechte in Saudi-Arabien durchsetzen zu wollen. Also auch sehr große Kanzleien, vor allen Dingen amerikanische, angelsächsische große Kanzleien, haben da auch relativ wenig Erfahrung, wie man Schutzrechte in solchen Ländern wie Saudi-Arabien konkret durchsetzt. Eine Kanzlei hat mir dann bei diesem Interannual Meeting sehr gut gefallen. Das war die Kanzlei Kadarsa in Saudi-Arabien. Da hat sich der Seniorpartner der Kanzlei diese ganze Akte, den ganzen Fall genau schon vor dem Meeting angeguckt gehabt und hat in der Besprechung schon sehr konkrete, sehr gute Vorschläge gehabt, wie man diesen Fall angeht. Zum Beispiel, dass man vielleicht nicht als europäischer Kläger auftritt, sondern eben einen gläubigen Kläger auftreten lässt, zum Beispiel den Distributor, der in Saudi-Arabien tätig war. Er hat uns dann auch über die verschiedenen Rechtsinstitutionen in Saudi-Arabien aufgeklärt, die eben sehr unterschiedlich zu den hiesigen Rechtsinstitutionen sind. Da gibt es so eine Art, sagen wir mal, Handelspolizei, ACFD heißt die.
Da kann man schon relativ viel bewirken und auch schon erste Maßnahmen einleiten, bevor man überhaupt vor Gericht geht. Es hat dann aber doch relativ lange gedauert, bis wir endlich erfolgreich waren. Also dieses erste Meeting mit dieser Kanzlei war in 2015. Dann sind wir auch relativ schnell, haben wir da Pläne geschmiedet, wie wir das konkret umsetzen, und haben dann aber erst 2019 ein rechtskräftiges Urteil in Saudi-Arabien erwirkt, wo eben der Wettbewerber Al-Saif in Riyadh verurteilt worden ist. Man muss halt erstmal rausfinden, wie man überhaupt das Beweismaterial sichert und wie man das Beweismaterial so sichert, dass es dann nachher auch vor dem Gericht Bestand hat, wie man diesen ACFD, diese Produktpiraterie-Polizei, geschickt einbindet, wo man dann wirklich die Klage einreicht, geschickterweise, bei welchem Spruchkörper und vor allen Dingen, wo man dann auch in die Beschwerde gehen kann, falls es nicht hundertprozentig optimal gelaufen ist, wie man die einzelnen Anhörungen genau vorbereitet. All diese Dinge konnten wir hervorragend mit unserer Partnerkanzlei in Saudi-Arabien besprechen und haben dann eben zum Schluss Erfolg gehabt. Ich hoffe, dass ich in diesem Video erklären konnte, wie man auch in Ländern wie Saudi-Arabien Schutzrechte wie Marken und Designs gegen Wettbewerber erfolgreich durchsetzen kann. Falls Sie neu in unserem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie unseren Kanal. Und das Wichtigste zum Schluss: Schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.